was letzte Folge passiert ist. Ich hatte überlegt, Creepers zu bitten, diese Mission zu übernehmen. Ayo, yo, Drecksarbeit machen. Bestätigt ihr mir, Chat, dass er mich nicht, ich wiederhole, nicht angefasst hat? Fantastische Anleitung für Pilze. Magic Mushrooms. Ja, wahrscheinlich halte ich mich nicht zurück bei Galopper Level 40, oder? Was redest du für ein Scheiß? Ja, komm, das wird schon reichen. Ja. Yalla Habibi, Zipheiser. Ein Elite-Pokémon im Kampf bezwingt. Wie der Held aus den Legenden. Überlass mir kurz deine Pokémon, damit ich sie heilen kann. Zum dritten Mal einfach. Chillig. Was in aller Welt? Alter, Damirplex in Hisui-Form, ne? Damitier. Das ist einfach bis jetzt noch ganz chillig. Alter, der ist ja ziemlich friedlich. Es sieht dich mit solcher Güte an. Dafür sollst du dankbar sein, Reapers. Damitier dich ins Herz geschlossen, du Glückspilz. Ist Damirplex die Vor- oder die Nachentwicklung? Hin und wieder kommt es vor, dass Damitier Menschen auf sich reiten lässt, während es durch die Hisui-Region galoppiert. Wir sind ihm dafür zu Dank verpflichtet. Faszinierend, dieses Damitier lässt Menschen auf seinen Rücken reiten. Ganz so wie ihr Reit-Pokémon aus Alola. Professor Lavin, Reapers. Ich bin auf Befehl von Kommandantin Celestis hier. Sie meinte, sobald Reapers seinen Auftrag erfüllt hat, können wir hier ein Basislager einrichten. Diam und der Expeditionsleiter werden sich aus gutem Grund dafür entschieden haben, aber ist es wirklich eine weise Idee, noch mehr Basislager zu errichten? Hisui wurde vom ehrwürdigen Sinnoh als Lebensraum für die Pokémon erschaffen. Solange es eure Absicht ist, Seite an Seite mit ihnen zu leben, sollte es auch kein Problem sein, wenn ihr dieses Land nutzt. Außerdem scheint damit ihr Reapers wohlgesinnt zu sein. Jedenfalls vielen Dank für das, was du heute getan hast. Ich werde dem Oberhaupt des Diamantclans davon berichten und dir später eine angemessene Belohnung zukommen lassen. Kuss, Digga. Dann ist ja alles klar. Wir müssen sie besser verstehen und dafür brauchen wir einen vollständigen Pokédex. Wenn der Bautrupp hier eintrifft, werden sie sich um die Errichtung des Basislagers kümmern. Erstmal zwei Zelte aufgebaut. Ich hab's nur so aus Gag gesagt. Es waren wirklich nur zwei Zelte. Was? Wie random? Hä? Also klar, man hat gehört, dass so ein Zelt gemacht wird, aber ich sag so aus Spaß zwei. Das sind einfach wirklich so zwei. Basislager auf der Geweihanhöhe ist fertig. Wie wäre es, wenn wir ihm den Namen Anhöhenbasis geben? Wenn du Jubeldorf verlässt und als Ziel die Anhöhenbasis auswählst, kannst du deine Erkundung ab jetzt von hier aus beginnen. Oh, das ist ziemlich nice. Je mehr Basislager wir haben, desto leichter können wir forschen. Smart. Klingt sehr gut, statt immer da zurück zu müssen. Das war gute Arbeit. Treffen wir uns später noch bei der heißen Kost, ja? Jeden Abend essen wir dann da zusammen, oder? Am Ende von jeder Mission kann man hier nochmal Cash einsammeln und den Pokédex erweitern. Forschungslevel 10, vervollständigt. Ich verstehe das mit dem Forschungslevel nicht. Ich peil's einfach nicht. Ich muss einfach nur mit den Spielen, Leveln, Fighten, was... Extravagantes Oberteil, extravagante Hose, sehr gut. Knackrack-Outfit, hä, wie geil ist das denn? Ui, Memo, guck mal, Alter, was für ein geiles Outfit ich hab. Dann auf zum Hauptsitz. Na, ist euch endlich klar geworden, dass ihr eure Zeit damit verschwendet, ein falsches, ehrwürdiges Sinnoh zu verehren? Perla? Ha, sagt derjenige, der ein Sinnoh verehrt, das den Fluss der Zeit kontrollieren soll. Unser Sinnoh, der Schöpfer des Universums und damit allen Raumes, ist das einzig wahre ehrwürdige Sinnoh. Sie ist Palkia, er ist Dialga. Ha! Ihr könntet so viel Raum haben, wie ihr wollt. Und ihr wüsstet doch nichts Vernünftiges damit anzufangen. Ach, und du willst mir weismachen, ihr wüsstet etwas mit der Zeit anzufangen, die euch gegeben ist? Immerhin hast du es geschafft, dich an der vereinbarten Zeit zu halten. Das ist mehr, als ich dem Perl-Clan für gewöhnlich zutraue. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass du dich in deinem ach so geliebten Raum verläufst. Wie bitte? Das ehrwürdige Sinnoh hat uns vom Per-Clan in diesem Raum und damit in dem Fundament unserer Welt gesegnet. Als würde ich mich darin verlaufen. Schluss damit. Nichts ist eine größere Zeitverschwendung, als diese sinnlose Diskussion mit dir zu führen. Ich sollte das ehrwürdige Sinnoh dafür um Verzeihung bitten, dass ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Aber wie auch immer, ich gehe jetzt zu Expeditionsleiter Denbuku. Unfassbar. Du hast diesen Schrei doch vom Zaun gebrochen. Sobald die zwei sich begegnen, ist die Stimmung im Eimer. Das Mädchen von eben, dem der Raum so wichtig war, heißt Perla. Sie ist das Oberhaupt des Perl-Clans. Der Mann, der ständig von der Zeit gesprochen hat, ist Diam. Wegen Diamant. Oh, so eine Scheiße. Also, so eine Scheiße. Unglaublich. Sie heißt Perla vom Perl-Clan und er heißt Diam von Diamanten-Clan. Bruder, also. Ach, Digga. Die Namen lassen sich gut merken, nicht wahr? Ja, true. Die zwei Clans tolerieren sich gegenseitig, auch wenn nur gezwungenermaßen. In der Vergangenheit sollen sie sich aber bekriegt haben. Naja, viel wichtiger ist jetzt der Boss. Expeditionsleiter Denbuku will dich sehen. Du solltest lieber schleunigst in sein Büro gehen.
Denbuku, was gedenkst du gegen das in Rage geratene Axanthor zu unternehmen? Es mag der Nachfahre eines Pokémon sein, das einst für das ehrwürdige Sinnoh kämpfte. Aber so kann es nicht weitergehen. Zeit für ein wertvolles Gut. Wir sollten es nicht verschwenden. Wie denkst du also, sollte ich mit einem König des Perlclans verfahren? Deshalb bin ich ja hier. Wenn es um einen König des Perlclans geht, sind uns vom Diamantclan die Hände gebunden. Sonst kommt es wieder zu einem Konflikt zwischen uns, so wie zur Zeit unserer Vorfahren. Wurden nicht auch einige eurer Leute verletzt? Willst du dieses Problem wirklich ignorieren? Will der Diamantclan damit etwa andeuten, dass wir uns selbst des Königs entledigen sollen, den wir von Perlclan verehren? Ich habe es zwar gedacht, aber nichts dergleiches gesagt. Wo ist da der Unterschied, du Tölpel? Ich würde zuerst gern wissen, warum ein König wie Axanthor derart die Kontrolle über sich verliert. Das würde ich auch gern. In der Geschichte des Diamantclans kam so etwas zumindest noch nie vor. Du bist hier. Hi, ich bin's. Rotäugige Dämon. Das ist Reapers, das neueste Mitglied unseres Forschungstrupps. Oh, Jona hat von jemandem mit diesem Namen erzählt, der Damitirs Gunst genießt. Dann bist du also derjenige, der aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen kam. Kaum zu glauben. Ich bin Diam. Der Anführer des Diamantlands. Offiziell heißt es wohl Oberhaupt. Aber das klingt mir zu altbacken. Der Riss im Raum Zeitgefüge. Heißt das womöglich, du stammst aus dem Raum, in dem sich das ehrwürdige Sinnoh aufhält? Ich bin Perla, Oberhaupt des Perlclans und für meine große Voraussicht bekannt. Bist du wirklich aus diesem Riss im Himmel gefallen? Ich kann das nur schwer glauben. Hier also mein Vorschlag. Wie wäre es, wenn Axanthor zuerst ihm überlassen? Achso. Ich bin dann das Frischfleisch, was einfach zu Testzwecken hingeworfen wird, oder was? Du willst König Axanthor einem unerfahrenen Neuling überlassen, der Oberhaupt durch den Riss im Himmel gekommen zu sein? Ach, wie lange bist du nochmal Oberhaupt? Ein frecher irgendwie mit seinem eingebildeten Blick. Als Oberhaupt zählen nicht die Jahre an Erfahrung, sondern der Wille, sich furchtlos der rauen Wildnis von Isui zu stellen. Dann sprich ja auch nichts dagegen, diese Sache einem Neuling zu überlassen, oder? Mich hast du jedenfalls überzeugt, Denbuku. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch Leute von der Galaktik-Expedition bei der Arbeit zu beobachten. Mal sehen, wie hilfreich eure seltsamen Bälle tatsächlich sind. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Das ehrwürdige Sinnoh hat Hisui erschaffen, damit die Pokémon hier frei sein können. Wir sollten Seite an Seite mit ihnen leben und sie uns nicht untertan machen. Haben wir doch gar nicht. Wir leben doch voll zusammen mit denen. Wir nutzen die Pokébälle nicht, um die Pokémon untertan zu machen, sondern um mit ihnen koexistieren zu können. Seht zu und werdet es verstehen. Entwicklung möglich. Wo seht ihr das? Ah, weil das hier Gold leuchtet. Ah, cool, Alter. What? Kostet mich das irgendwas? Nanu, Stachelili entwickelt sich. Zulassen? Ja, klar, warum nicht? Dede. Oha! Wie geil sieht das denn aus? Bro, das ist die geilste Entwicklungsanimation, die Pokémon jemals hatte. Ist jetzt auch nicht so Top-Tier, heftigste Animation weltweit, aber so für Pokémon-Verhältnisse sah das schon ganz cool aus gerade. Geil, sogar auf die Range geht das. Ey, das ist cool, Mann. Oh, Junge! Was ist mit dem los da hinten, Digga? Sorry, dass du fliegst, bist du dumm? Der ist kaputt, oder? Der ist ja buggt. Junge, der ist einfach gerade, dass das rumfliegt. Moin, Meister. Hallo. Kann er wirklich fliegen? Ich meine, es ist ja auch irgendwo ein Drache, ne? Oh, Digga. Klar kann er fliegen. Aber wir haben den noch nie fliegen gesehen in gar keinem Pokémon-Game, oder? Wahrscheinlich mit anderen Flug-Pokémon kannst du den dann catchen. Gönn doch mal! Gyrostos! Das wird nix, Digga. Ein Parasect! Boah, wie gigantisch ist er denn drauf, Chat? Muss fangen. Okay, nee, das ist ein Big Baba Boy. Level 30, Alter. Junge, creepy ass bastard. What the fuck, dude? What the fuck, man? Alter, der Schwerball kommt ja keinen Meter weit. Ist ja weird. Du willst aber auch wissen, Paras, ne? Tempotechnik. Hep. Boah, Digga, als hätt's gewusst, dass er dann 1 HP hat. Er vergiftet jetzt. Oh, das ist cringe. Pokéball App. Also jetzt fängt's mir immer mehr an zu gefallen, das Spiel, ja. Die Leute, Alter, die kommen hier nur rein und richtig Hass über das Spiel zu verteilen teilweise und dann gehen die wieder. Digga, kauf sie nicht, spiel's nicht. Nerv nicht, die drei Punkte. So, ich heiße ja auch nicht alles gut an dem Spiel, aber dennoch. Was bringt's jetzt hier da nur rumzuholen? Dann lass es halt, dann geh, dann kauf's nicht, ist doch Wayne. So völlig in Ordnung. Ich bin Tobin, Mitglied des Perlclans und Wächter von Axanthor.
Oh, ich weiß schon, du bist hier, um Audienz bei Axanthor zu erbitten, oder? Natürlich bist du da, das ist ja auch völlig verständlich. Immerhin ist das ohnehin schon überwältigende, mächtige Axanthor jetzt noch überwältigender und mächtiger geworden. Leider ist das aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss es mit der Macht des ehrwürdigen Sinnoh erfüllt haben. Komm schon. Digga, die immer mit ihrem D-Doppelpunkt-Gesicht. Du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Axanthor zu sein. Bemerkenswert. Aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in der Nähe von Axanthor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit deinem mit meinem Viscora von hier vertreiben. Zeig, was ihr könnt. Dabei tue ich das nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du das nicht erkennst. Auf ihn mit Geschleim, Viscora. Leider sind zwei meiner Pokémon schon dead. Das ist so geil, dass man hier auch mitten im Fight rumlaufen kann. Was ist, wenn ich mich jetzt distanzieren würde? Okay, man hat nur eine gewisse Grenze. Schläfrig kann nicht angreifen. Loser! Ich bin zu nah dran. Einfach Knockback bekommen. Tempotechnik. Ich trete ihn von hinten. Aua. Achso, zweimal wegen Tempotechnik, Essi. Gib ihm! Locker, flockig. Aber mal ganz gut gespielt. Kampfende! Das hat schon was. Das kann nicht sein! Du kleiner Hosenscheißer, hör mir mal zu jetzt! Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axanthor lassen kann. Es würde dich im 0, nicht zu Kleinholz verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es sich immer, wenn man ihm seine zwei Lieblingsspeisen als Opfergaben darbringt. Aber momentan komme nicht einmal ich als ein treuer Wächter nah genug an Axanthor heran, um ihm die zu geben. Ein Außenseiter wie du hätte erst recht keine Chance. Das heißt, dass er für die Gesinnung gewährte den Vorfahren von Axanthor, Domitir und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützen sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Perlclan heute nicht in Hisui leben. Axanthor ist noch stärker geworden. Dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde, das der Diamantclan verehrt? Für den Perlclan ist Axanthor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände eines Außenseiters legen. Aber von diesem Geschenk, von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamantclan und der Galaktik-Expedition bekommen. Fremde aus dem Himmel? Bist du sicher, dass die Galaktik-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Das kriegen wir hin. Na schön, Topin. Ich werde dir Lieblingsspeisen von Axanthor besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Durchkämme jeden einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Irgendwas zu reagieren? Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagern zurückkehren. Öffne den Karte auf einem Arceus-Phone und drücke dann X-Knopf um Schnellreise. Das habe ich schon herausgefunden. Jos, Papin. Die laufen deine Untersuchungen zu Axanthor. Alles im grünen Bereich? Ja, naja, ich weiß nicht. So. Seine Lieblingsspeisen würde es also beruhigen, sagst du. Darüber muss ich in meinem Büro nachgrübeln. Leiste mir Gesellschaft, Plepsi. Jetzt haut der erstmal rein. Boah, 5, 6 Cash. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entsteht, die eine besänftigende Wirkung auf Axanthor haben? Aber wenn sich ihm in seinem jetzigen Zustand nicht mal sein Wächter nähern kann. Bitte gib mir etwas Zeit zum Nachdenken. Geistesblitz! Ja, war doch klar. That's it! Das ist es! Wir werfen sie einfach, oder genauer gesagt, du. Dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Warum also solltest du Axanthor seine Lieblingsspeisen nicht einfach zuwerfen? Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugeln sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Wäre Lavenkugel nicht ein besserer Name? Aber das hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Lieblingsspeisen von Axanthor besorgt jedenfalls der Perlclan für uns, richtig? Richtig, haben sie gesagt zumindest. Du solltest jetzt zum Baumriesenkampffeld zurückkehren und den Perlclan von unserem Vorhaben in Kenntnis setzen, Reapers. Wenn du zum Baumriesenkampffeld möchtest, würde es sich empfehlen, erst zur Anhöhenbasis aufzubrechen.